farbene Ding hier. Das trage ich ja aus der puren Not heraus, denn ich habe ja keine Klamotten. Das hängt ja alles nass auf der Leine. Überhaupt nichts mehr da. Und so viel habe ich ja noch nicht mitbringen können. Weil ich auch mein Fleisch unterbringen musste, was die mir damals am Zoll abgenommen haben. It's dangerous. Und eine richtige Salami habe ich ja auch noch nicht gefunden. Aber würde ich sie finden, darf ich sie ja wieder nicht essen. Macht ja dick. So, hier bin ich denn mal wieder. Und ich muss sagen, im Moment läuft das alles nicht so wirklich gut da. Ich sitze hier rum, ich habe keinen Job. Da, meine Klamotten habe ich hier jetzt so mal selbst gewaschen, denn das in meinem Hotel machen zu lassen, das ist einfach viel zu teuer. Was passiert? Ich gehe an dieser Rezeptionstante da vorbei. Ma'am, ma'am, please wait a minute. Ma'am, it's dangerous. Nee, it's against the rules to wash your clothes in your room. Oh Gott. Damit wollte sie mir sagen, dass das gegen ihre komischen Regeln da ist, welche auch immer, dass ich meine eigenen Klamotten in dem Zimmer, für das ich hier wo bezahle, wasche. Und das dann auch noch nebenbei bemerkt in der Badewanne, wo ich vorher selbst vorhin drin gebadet habe. Ich da so ein bisschen Wasser zu, um da zu sparen, Umwelt und so. Bisschen Bewusstsein habe ich ja auch. Naja, ein bisschen mehr, seit ich mich mit dem Professor da unterhalte. Der kennt sich ja in all solchen Sachen immer so gut aus. Und, oh, Mann. Der Schauspielkurs macht ja Spaß. Das letzte Mal haben wir vor allem die Atmung geübt und die Bauchatmung. Die kenne ich ja noch seit der Zeit, wo ich meine Tochter gekriegt habe. Darüber rede ich nicht so. Da haben die Leute den Eindruck, ich bin so alt. Aber stolz bin ich schon, das muss ich sagen. Doch, ja. Aber gut, anderes Thema. Die ist ja nun in Deutschland. Und ich kann auch kaum anrufen, weil es wieder so teuer ist. Und jetzt jedenfalls hängen hier immer noch die feuchten Klamotten und sind nicht trocken. Und was ich ins Hotel gegeben habe, habe ich nicht zurückgekriegt. Das habe ich nachgefragt. Da hat die wieder irgendwas erzählt, was ich nicht verstanden habe. Da hat mir der Professor erklärt, in diesem komischen Zettel da steht drauf, dass das nach 24 Stunden kommt, aber nur, wenn das kein Feiertag ist. Ach, der Supermarkt ist offen und verkauft Aspirin mit Kirschgeschmack und Zahnbohrer. Aber wenn es um meine Klamotten geht, dann ist auf einmal doch Feiertag. Finde ich ja toll, immer so, wie es dir in den Kram passt. Mann. Und oh, je, hätte ich bloß in der Schule besser aufgepasst. Damals dachte ich einmal, das mit der Bruchrechnung, das brauche ich nicht, weil der Leberwurst durch vier teilen kann, ja so, da muss ich nicht wissen, wie viel Prozent denn das jetzt ist. Und Englisch kann ich auch nicht richtig und dann sprechen die hier noch irgendwas anderes. Das ist so ein komischer Dialekt oder so. Und jeder spricht auch wieder einen anderen Dialekt. Ja. Na, jedenfalls, was ich mal sagen sollte, das habe ich, glaube ich, nie so im Nachhinein. Ich bin allen Lehrern dankbar, die sich jemals mit mir abgemüht haben und versucht haben, mir da mehr Schulbildung beizubringen. Die hätte ich doch ganz gut gebrauchen können. Das habe ich damals dann nicht so eingesehen. Aber morgen habe ich wieder Schauspielunterricht und bis dahin werde ich dann sehen, dass ich American English lerne. Damit ich auch ein Cab bestelle und kein Taxi, denn das kenne ich eher nicht. Und ja, ich melde mich dann von morgen von der Schauspielschule wieder. Senden Sie mir mal ein paar nette Gedanken oder schreiben Sie mir was. Im Moment bin ich nicht so wirklich so 100% glücklich, so wie sonst. Okay. Tschüss erstmal.